Gott, liebe Zuschauer. Ja, ich kann Sie heute nur sehr kurz begrüßen. Wir haben so ein Programm für heute und unsere Gäste sind auch schon da. Grüß Gott. Und guten Tag. 皆さん、こんにちは。暑さにもめげず、私たちは楽しくドイツ語を勉強してまいりましょうね。Guten Tag, liebe Zuschauer. Ja, weiter üben wir. Außerdem haben wir heute ein besonderes Spiel für Sie. そうなんです。それは後のお楽しみで。さて、今日のメニューはどんな風になってますか？ご覧ください。Darf ich Ihnen helfen? お手伝いさせていただけますか？ Darf ich Ihnen helfen? そして二つ目は？ Mit wem gehen Sie? Mit ihm oder mit mir? あなたは誰と行くんです？彼とですか？それとも私とですか？Mit wem gehen Sie? Mit ihm oder mit mir? そして3つ目に参りますと Entschuldigen Sie bitte, ich suche den Bahnhof. 道の聞き方ですね。すいませんが、駅を探しています。Entschuldigen Sie bitte, ich suche den Bahnhof. そして最後です。4つ目のメニューですよ。Nein, nicht geradeaus, nach links. いいえ、まっすぐではなくて左です。Nein,Nicht geradeaus, nach links. さて、これがどんなところで使われているんでしょう。ビデオ見てみましょうね。シルビアさん、お願いします。Ja, weiter geht's mit Folge 7 von Alles Gute. Aber heute sehen Sie den zweiten Teil.Entschuldigen Sie bitte.Ich suche den Bahnhof. Hier geradeaus? Nein, nicht geradeaus. Nach links. Da muss ich auch hin. Das passt gut. Darf ich Ihnen helfen? Natürlich dürfen Sie mir helfen. Einen Moment bitte. Darf ich Ihnen helfen?Natürlich dürfen Sie mir helfen. Jetzt gehen wir zusammen. Nein, nicht nach rechts, nach links. Hallo, Amelie. Wohin gehst du? Hallo, August. Ich gehe zum Bahnhof. Oh.Das passt gut. Ich muss auch hin. Wir können zusammen gehen. Mit wem gehen Sie nun? Mit ihm oder mit mir? Mit wem? Mit ihm und mit Ihnen. August darf mein Gepäck tragen. Und Sie dürfen meine Hand halten. Ich brauche euch beide. さあ、いかがでした？これが今日の、センテンスなんですね。大事なものですよ。それでは今のキーセンテンスなんですけども、一つ一つ詳しく見てまいりましょうね。Darf ich Ihnen helfen? 先週の大事なポイント2つをまとめたような文ですよ。まず初めの Darf ich のところ。これは Dürfen という助動詞の、Darf ich に対する形ですね。単数形ですね。それから動詞は最後の Helfen です。これは三角の目的を取りました。Z の三角で、いいねん。いつも大文字で書きますね。こういう形で言うわけですよ。はい、それから二つ目見ますと。Mit wem gehen Sie? Mit ihm oder mit mir? 最初の言葉、この mit という言葉。これは前置詞なんです。代々と一緒にという言葉なんですけども、この前置詞 mit は三角と一緒に使います。ですから、誰ということは、where の三角の形。wem と一緒になるんです。mit wem になりますね。そして下の段に行きますと、彼と一緒ですかというわけですから、彼の三角、ihm、mit ihm、それとも私と、で、私の三角、mir が出てきておりますね。はい、では3つ目見てみましょう。Entschuldigen Sie bitte, ich suche den Bahnhof. すいませんが、駅を探しているんです。この前半の部分、bitte のところまでですけども、ここを見ますと、これは人に話をかけたりするときの決まった形なんですね。この後いろんなものを、言えばいいんです。すいませんけれども。そしてこの形でもって駅を探しているという言い方ですから、道を聞いていることになりますね。それでは4つ目です。Nein, nicht geradeaus, nach links. いいえ、まっすぐではありません。
左へですという言い方です。ゲラーデアウス、これがまっすぐにという副詞です。そして左へということという場合にはこのようにナハリンクスと申します。ちょっとこちらご覧ください。そして右へという場合にはこれを使うんですね。ナハレヒツ、よろしいですか。これが今日のキーセンテンスだったんです。それではシルビアさんとそれからギュンター君にお願いして発音練習します。皆様本当に口を動かして一緒に発音してみてくださいよ。 Darf ich Ihnen helfen? Darf ich Ihnen helfen? Darf ich Ihnen helfen? Danke. Mit wem gehen Sie? Mit mir oder mit ihm?Mit wem gehen Sie? Mit ihm oder mit mir? Mit wem gehen Sie? Mit ihm oder mit mir? Entschuldigen Sie bitte, ich suche den Bahnhof. Entschuldigen Sie bitte, ich suche den Bahnhof.Entschuldigen Sie bitte, ich suche den Bahnhof. Dankeschön. Nein, nicht geradeaus, nach links. Nein, nicht geradeaus, nach links. Nein, nicht geradeaus, nach links.いかがですか。皆さん本当に口を動かして発音してみました。それも大切なんですよ。ところで今日の、このコーナーではこのうという発音、このうという音をちょっと取り上げましょう。これ長い場合とそれから他の条件の下ではちょっと音が違うんですよ。まず長い方です。Ja, zur Aussprache vom U, suchen, suchen. そうですね。そして今のは長かったんですけれども、今度はあの後ろに来たような場合です。ちょっと音が違いますよ。AU wird AU ausgesprochen. Auch, auch. Und noch eins. Geradeaus, geradeaus. いかがですか？はい。それではですね、今日の新しいゲームに行くんですけれども、その前にあの一方通行っていう言葉ありますよね。古い町に一方通行の場所多いんです。Einbahnstraße と申します。Einbahnstraße。それが多分次のゲームの中よく出てくると思いますよ。それでは皆さんお願いしますね。Ja, liebe Zuschauer, unser neues Spiel, verzweifeln Sie nicht. Und zwar, hier sollen wir mit diesem Auto zum Bahnhof fahren. Wie Sie ja wissen, gibt es nicht nur in Tokio, sondern auch in Deutschland sehr viele Einbahnstraßen. Und wir sollen nun hier zum Bahnhof kommen. Fumi, Günther und natürlich...Sie werden mitraten, wie wir dahin kommen. Wer fängt an? Ich. Du. Okay. Also Günther, was schlägst du vor? Nach rechts, bitte. Also wir fahren jetzt nach rechts. Oh, oh schade. Tja, zweiter Versuch, Fumi. Geradeaus. Geradeaus, ne? Und was machen wir jetzt? Nach rechts.Jetzt wieder nach rechts. Was meinen Sie, liebe Zuschauer? Ja, richtig. Weiter geht's nach rechts. Und jetzt? Und jetzt geradeaus. Wieder geradeaus. Günther. Ach, wieder leider nicht, wieder eine Einbahnstraße. Ja, Fumi, was meinst du? Nach links. Nach links. So, wieder zurück und weiter nach links.Ja, Fumi, gut. Und jetzt? Jetzt nach rechts. Vielleicht hat Günther diesmal Glück. Ja, sehr gut. Und jetzt? Und jetzt nach rechts. Nach rechts, liebe Zuschauer, oder nach links? Fumi meint nach rechts. Ja, sehr gut. Und jetzt wieder nach links. Jetzt wieder nach links. Oh.
wieder einmal. Günther, das ist heute nicht dein bester Tag. Ne? Gut, also, Fumi. Also geradeaus. Geradeaus, das kann ich gut. Und so, jetzt? Und jetzt nach links. Wieder nach links. Gut, so. Und haben wir hier wohl wieder eine Einbahnstraße? Nach links. Nach links? Gut, ja. Wir sind auch schon hier. Wunderbar. Dankeschön. So, 無事に着いたみたいですよ. よしですね. Nach rechts, nach links, geradeaus. この3つとても大切ですね. さあ、 この key sentenceはよくわかったところで、 もう一度ビデオ見てみましょうね。 今度は初めからおしまいまで、この第7形通してみていただきますよ。 シルビアさん、お願いします。 Ja, wie Sie gerade gehört haben, sehen wir jetzt die ganze Folge 7, Teil 1 und Teil 2. Guten Tag, meine Damen und Herren. Oh, es tut mir leid, ich kann Sie leider nur kurz begrüßen, denn ich darf hier nicht halten. Also dann, bis später. Sie dürfen hier nicht halten. Tut mir leid, ich kann nicht weiterfahren. Tut mir auch leid, Sie müssen weiterfahren. Halten verboten. Bitte helfen Sie mir. Ich? Ihnen helfen? Ja, ich kann nicht weiterfahren. Sofort anhalten! Tut mir leid, ich darf hier nicht halten. Ich muss weiterfahren. Entschuldigen Sie bitte. Ich suche den Bahnhof. Hier geradeaus? Nein, nicht geradeaus. Nach links. Da muss ich auch hin. Das passt gut. Darf ich Ihnen helfen? Natürlich dürfen Sie mir helfen. Einen Moment bitte. Darf ich Ihnen helfen? Natürlich dürfen Sie mir helfen. Jetzt gehen wir zusammen. Nein, nicht nach rechts, nach links. Hallo, Amelie. Wohin gehst du? Hallo, August. Ich gehe zum Bahnhof. Oh. Das passt gut. Ich muss auch hin. Wir können zusammen gehen. Mit wem gehen Sie nun? Mit ihm oder mit mir? Mit wem? Mit ihm und mit Ihnen. August darf mein Gepäck tragen. Und Sie dürfen meine Hand halten. Ich brauche euch beide. さあ、いかがでした。今度は先ほどよりももっとよく分かったと思いますけれども、さて、今の中で、キーセンテンスも取り上げましたけど、大事な言い方ありましたね。これぜひ覚えましょう。 Entschuldigen Sie bitte. Entschuldigen Sie bitte. Immer wenn Sie jemanden ansprechen oder wenn Sie wirklich einen Fehler gemacht haben. これはですね、誰かに話しかけるとき、すいませんが、と言って道を聞いたり、あるいは本当になんか
失敗してしまって物を壊したとか、うっかりなんかまずいことしてしまった場合にすいませんと言います。もちろんその場合にはビッテのところで終わりますね。はい、ところでそろそろこのカフェ名物のミニティアター始まりそうですよ。またベルリンの話が出てきます。今度は少し余裕を持って細部を聞き取ってみましょうね。そしてキーセンテンスはもちろん大事にしてくださいよ。それではシルビアさんお願いします。Ja, liebe Zuschauer, sollten einige Amerikaner unter Ihnen sein, seien Sie uns bitte nicht böse und fassen Sie die kleine Parodie als Scherz auf. Ankunft Pan American 782 aus Frankfurt, Flugsteig 16. Arrival Pan American 782 from Frankfurt, Gate Number 16. Kommt etwas mit dem Flüchtling-Kollegen? Herr Neske, Sie sind wieder in Berlin. Sind Sie glücklich? Bitte jetzt keine Fragen. Ich bin in Eile. Herr Neske, Sie sind hier? Nein, jetzt keine Fragen. Laura, wo ist denn der Fahrer? Ist nicht da. Tatsächlich, er ist nicht da. Frau Berg, Sie sind die Partnerin von Paul Neske. Wie sprechen Sie mit ihm, Deutsch oder Englisch? Mit wem? Mit ihm, Ihrem Partner, Paul Neske. Ach so, mit ihm. Ach ja, wissen Bitte, Sie... Bitte, Laura, wir sind in Eile. Oh, ja. Herr Neske, bleiben Sie in Berlin oder gehen Sie zurück nach Hollywood? Ich habe jetzt keine Fragen, ich bin in Eile. Ich habe um 20 Uhr einen Empfang und jetzt ist es schon 19 Uhr. Der Fahrer ist nicht da. Herr Neske, nur noch eine Frage. Nein, Schluss jetzt. Ist denn keiner da? Oh, wie kommen wir denn jetzt in die Stadt? Komm, Laura. Oh mein Gott. Dann nehmen wir uns ein Taxi. Ach, da haben wir es. Nun ist auch kein Taxi mehr. Taxi! Taxi! Kann ich Ihnen helfen? Wer sind Sie denn? Felix Schmidt, ich bin ein Fan von Ihnen. Darf ich Sie mitnehmen? In dem Auto? Natürlich, es fährt schnell. Na, warum nicht? Komm, Laura. Und das Gepäck? Hat auch Platz. Mit dem Auto fahre ich nicht. Doch, Laura. Oh, der Wagen ist nicht da und die Taxis sind nicht da. Und wir sind jetzt... Okay. Komm. Okay. Oh mein Gott. Ein Wiedersehen mit Berlin, nach vielen Jahren. Das Charlottenburger Schloss ist noch so, wie es damals war. Aber sonst erkennt Paul Neske die Stadt kaum wieder, in der er als junger Mann gelebt hat. Oh, es ist so eng hier, Paul. Na, wir sind gleich da, Laura. In Berlin, Herr Neske. Sind Sie glücklich? Ja, sogar sehr glücklich. Und werden Sie jetzt in Berlin bleiben oder gehen Sie wieder zurück nach Hollywood? Ja, ich muss zurück nach Hollywood. Ich lebe dort. Ich arbeite dort. Was ist denn das für ein Platz? Das ist der Ernst-Reuter-Platz, erklärt Felix Schmidt. Interessant, sagt Paul Neske. Den gab es zu meiner Zeit noch nicht. Hier sind wir, erinnert sich Paul.
Schau mal, Laura, die Siegessäule. Was für eine Säule? Fragt Laura. Die Siegessäule. Und was für ein Sieg? Fragt Laura. Wir fahren jetzt an der Philharmonie vorbei, erklärt Felix Schmidt. Und dann entdeckt Paul Neske zwischen der Philharmonie und der Nationalgalerie die alte Matthäikirche. Die Fahrt ist lang, wundert sich Paul. Ist denn das der richtige Weg? Wo geht's denn zum Kudamm? Ja, warten Sie mal. Da müssen Sie links, dann geradeaus, dann nochmal links, dann wieder geradeaus. Dankeschön. Verzeihung, sagt Felix Schmidt, aber ich wohne erst seit kurzer Zeit in Berlin. Mein Gott, Laura, die Gedächtniskirche. Halten Sie doch einen Moment, ja bitte? Gott, wie sieht die denn aus, Laura? Da steht ja nur noch der Turm. Du darfst hier nicht stehen bleiben, wir kommen zu spät. Endlich der Kurfürstendamm, von den Berlinern liebevoll Kudamm genannt. Laura, jetzt sind wir gleich am Hotel, sagt Paul. Schönen guten Tag, herzlich willkommen. Paul, herzlich willkommen, Berlin. Mein Lieber. Bist du es wirklich? 50 Jahre ist das. Sehr gut, siehst du aus. Kann es gar nicht glauben. Wo ist denn Laura, deine Partnerin? Was ist das für ein Wagen? Was ist das für ein Wagen? Wo ist denn unser Wagen? Ja, wo ist euer Wagen? Ach, darf ich Ihnen Ihre Tasche geben? Ja, das dürfen Sie. Oh, mein Lieber, wie geht es Ihnen? Oh, wonderful. Wie geht es Ihnen? Wie geht es Ihnen? Wie geht es Schön, Ihnen? Ja, gehen wir rein. Da sind Sie ja, Herr Neske. Frau Bird, Gott sei Dank. Entschuldigen Sie, Herr Neske. Darf ich dieses Interview meiner Zeitung geben? Sie sind wieder in Berlin, Herr Neske. Sind Sie glücklich? Ja. Sogar sehr glücklich. Paul, dieser Junge ist sehr schlau. Wirklich, Sie sind sehr schlau, Herr Schmidt. Na also, nehmen Sie das Interview, ja? Danke, Herr Neske. Kein Reporter hat ein Interview. Nur ich habe eines. Ich, der Volontär Felix Schmidt aus Freiburg. いかがでした？今度は今のフィルムもよくお分かりになったんじゃないかと思いますけども、キーセンテンスを読み取ること、聞き取ること、それから大体の筋を浮かけること、これは大切でしたね。そして今の中でたくさんこうベルリンの、まあ、短かったんですけども有名なところが次が出てきました。例えばナショナルギャラリーなんかも出てきましたし、フィルハーモニーの、あのカラヤなんかやってるところですね、あんなものも出てきましたけども、でもベルリンはこれだけじゃないんですね。この表に出てこないいろいろ面白い現象があるんですよ。面白いって言っちゃいけませんかね。いや、Berlin hat eine ganze Reihe von soziologischen und sozialen Problemen. Zum Beispiel ist Berlin ein Anziehungspunkt für sehr viele Ausländer. Es gibt den berühmten Stadtteil Kreuzberg, wo fast nur Türken wohnen. Es gibt so viele türkische Geschäfte und Läden. Und man kann kaum glauben, dass man wirklich in Deutschland ist. So ist es. Berlin ist ein多くの外国人労働者が集まるところなんです。ことにトルコ人がたくさんいるわけです。クロイツベルクという名前できますよ。そういうあたりはとても多くのトルコ人がいます。そしてトルコ人のお店があったいろんなものはトルコ風なんで、
あれ、ドイツにいるのかしらと思えるようなところさえあるんですよ。Wenn so viele Ausländer geballt zusammenwohnen, gibt es oft eine ganze Reihe von Problemen. Nicht nur Probleme, eine Arbeit zu finden, sondern auch durch die kulturellen Unterschiede wird das Zusammenleben oft sehr schwierig. このように、多くの外国人のグループがある町の一角を占めておりますと、常にやっぱり問題が起こるんですね。もちろん一つには失業問題ということもありますけども、つまり誰が一体その職場を取るか、外国人取られちゃったなんていう恨みもあったりします。でも多くのものは往々にして文化的な差異なんです。どうもいろんなものが違うせいで、いろいろ摩擦が起こったりするみたいですね。その他にどんなグループがありますか？ Außerdem gibt es sehr viele jugendliche Randgruppen, wobei die Jugendlichen meist ohne Arbeit sind, also auch sehr wenig Geld haben. Also auch in Berlin ist die Jugendarbeitslosigkeit ein großes Problem. それからベルリンには若い人たちがたくさん集まってきます。それ往々にして失業したりしてあんまり面白くはないんですけども、そういうお金のない若者の文化というものもベルリンの一つの顔なんですよ。それではまた来週、さようなら。Auf Wiedersehen. Wo soll ich mich verabschieden? Soll ich nach rechts gehen oder soll ich nach links gehen? Ich gehe wie immer nach links. Auf Wiedersehen, bis nächste Woche. Tschüss, liebe Zuschauer. Bis zum nächsten Mal.